Instagram. Also. Warte mal. Zack. Im falschen Ort. Ihr kommt doch schon mal reingetrudelt hier bei Facebook. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen. Ich hatte ein fantastisches Wochenende. Wunderschönen Tag gestern. Und habe ein großes Ziel erreicht. Und heute geht es um Ziele und ob du dich dafür schämst für deine Ziele. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich jahrelang für meine Ziele geschämt, ohne dass ich es gemerkt habe, bis mein Coach mal dieses Thema aufgebracht hat. Und ich dachte so, krass, ey, klar, ich habe schon immer groß gedacht und große Ziele entwickelt und hatte viele Menschen in meinem Umfeld, die das nicht so richtig nachvollziehen konnten. Also die mir das vielleicht gegönnt hätten, aber die halt einfach gedanklich da nicht mitgekommen sind. Und deshalb das immer wieder abgeschmettert haben. Hi Anja, wie schön. Anne ist auch dabei. So, warum finde ich denn jetzt hier diesen Live-Button nicht da? So, hallo Instagram. Hallo ihr Lieben. Super, freut mich total, dass ihr live dabei seid. Hi Instagram. Super, es sieht immer so komisch aus, wenn ich hier in die Kamera schaue. Irgendwie weiß ich auch nicht, was da anders ist. So, ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Es geht um Ziele, es geht um große Ziele, es geht um Ziele, für die du dich vielleicht schämst, ohne dass du das weißt. Das ist ein total spannendes Thema. Da habe ich mich mit meinem Coach auch ein bisschen drüber auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, dass auch meine Kunden, wenn ich sie denn bitte, groß zu denken, groß zu träumen, also ob das jetzt im Money Mindset Gruppencoaching ist, da gehen wir auf jeden Fall auf die Ziele ein, ob das in der Mastermind ist, wo es ja viel darum geht, auch Business-Ziele zu definieren und halt wirklich zu schauen, wo willst du hin, was ist deine Vision und wie groß darf die sein, da habe ich ganz viel Zögern bemerkt, ganz viel Zaudern, ganz viel auch so ein, schon so fast so ein mädchenhaftes Verhalten, wie so, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich mir das wünschen, aber ich bin auch mit weniger zufrieden, ich brauche ja gar nicht so viel. Und da würde ich gerne mal drüber sprechen, warum das so ist und wie wir das auch verändern können. Hi Fanny, hi Erik, alles schön, dass ihr live dabei seid. Petra ist dabei, Ina ist hier dabei, super gut. Genau, weil ich finde es total spannend, halt wirklich zu schauen, was in uns halt gefühlsmäßig los ist und warum wir halt manche Ziele erreichen und manche nicht und warum manche Menschen super groß denken können und sich ganz viel vornehmen und auch ganz viel erreichen und andere Menschen halt vielleicht gerne groß denken würden, aber es sich nicht wirklich trauen. Und ich würde gerne mal schauen, wo du heute stehst und auch mal wissen, ob du überhaupt Ziele hast. Also hast du ganz konkrete Ziele, die du dir vielleicht auch für dieses Jahr vorgenommen hast oder die du dir monatlich vornimmst oder die du dir generell vornimmst? Schreib das doch mal in die Kommentare. Einfach mal, ob du Jahresziele zum Beispiel hast. Da kannst du einfach mal Ja schreiben. Dann kriege ich mal so einen Eindruck. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du das irgendwie ganz formell irgendwo niedergeschrieben hast oder vielleicht hast du dir einfach auch so Vorsätze fürs neue Jahr an Silvester oder Neujahr gemacht. Das ist ja so ein Klassiker, was sehr, sehr viele machen, was sich jetzt bald wiederholt. Vielleicht hast du auch im Laufe des Jahres nochmal genauer drauf geschaut, ne? Was möchtest du eigentlich erreichen? Wichtig wäre es mir nur, dass es relativ konkret ist. Also ich kann dann wieder ein Beispiel aus von meinem Laufen nehmen. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel als Ziel, was mir tatsächlich unmöglich erschien, 5 Kilometer am Stück zu laufen. Das habe ich erreicht am 18. Dezember. Das war super, super gut. Hi Anke. Super. Fanny hat Ziele. Gina hat auch Ziele. Sehr gut. Und ich habe ein Umsatzziel, was mein Coach abgeschmettert hat. Und ich musste es verdoppeln. Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass ich, obwohl ich glaube, dass ich schon relativ groß denke, dass ich noch größer denken darf. Und das große Ziel habe ich tatsächlich inzwischen auch schon erreicht. Also da habe ich dann auch gemerkt, wie sinnvoll es auch ist, ein großes Ziel zu haben, groß zu denken. Anna hat Ziele, Lisa hat Ziele, Lebens-, Jahres- und Quartalziele sowie wöchentliche Ziele. Super, ganz, ganz vorbildlich, Lisa, riesig groß. Ina sagt ein Jahresziel nicht, aber grundsätzlich ja.
Genau, Anka hat auch Ziele, Anna hat Ziele, mega, mega gut. Super, was auch ganz spannend ist, ist halt tatsächlich mal zu schauen, in welchen Lebensbereichen hast du Ziele. Ne? Also ich habe Business-Ziele, ich habe spirituelle Ziele, das ist bei mir gerade wieder mal so formaler zu meditieren, ne? Einfach intensiver zu meditieren, war gestern bei der Gruppensitzung, habe eine Stunde meditiert gemeinsam mit anderen, das war super, super schön. Dann sind es vielleicht auch so familiäre Ziele oder Beziehungsziele, ne? Dazu auch zu schauen, mit welchen, mit meinen Freunden, mit meinem Partner, mit meiner Familie, ne? Wie möchte ich, dass diese Verbindung aussieht, die Beziehung aussieht. Dann sind es finanzielle Ziele natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist bei mir ja auch ein Thema. Dadurch, dass ich euch da auch Vorbild sein möchte, möchte ich große Ziele haben, auch finanziell große Ziele zu haben, um zu zeigen, was möglich ist. Ne? Um auch meinen Kunden zu zeigen, was machbar ist. Um auch da dieses Vertrauen zu schaffen, dass große Ziele erreichbar sind. Und das machen meine Coaches für mich, die für mich losmarschieren und in bestimmten Branchen ganz viel möglich machen, was es halt vorher noch nicht gab. Auch zum Beispiel durch die Digitalisierung haben wir ja einfach Jobs geschaffen oder auch die Arbeit, so wie ich sie jetzt hier mache, ist ja nur möglich und auch erst seit wenigen Jahren möglich, weil wir diesen technologischen Fortschritt haben. Und dann gibt es noch andere Bereiche, ne? Vielleicht auch was Spenden angeht, was Unterstützung angeht, was Service angeht, ob jetzt in Form, ne, von Content, wie ich ihn hier zur Verfügung stelle, oder klaren Spenden oder. Insgesamt geht's da, kannst du dir diesen Kreis des Lebens halt vorstellen, ne? Natürlich auch gesundheitliche Ziele, sportliche Ziele und so weiter. Die großen Lebensthemen. Und da würde ich dich auf jeden Fall einladen, ganz, ganz konkret zu definieren, wie könnten diese Themen denn aussehen? Wie könnten diese Ziele aussehen, wenn du keine Ziele hast? Und gerade jetzt im Hinblick aufs nächste Jahr, ne, dass du jetzt noch für dich definierst, weil das Jahr ist noch lange nicht zu Ende, da haben wir auch letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, ne, das packt das Jahr noch nicht weg. Also es sind noch so viele Wochen und so viele Tage, an denen du viele Schritte auf dein Ziel zugehen kannst. Und wenn du jetzt noch kein Jahresziel hattest bisher, würde ich dich einladen, Jahresziel für dich zu definieren und dir auf jeden Fall auch vorzunehmen, nächstes Jahr Jahresziele zu machen, weil ich merke, je konkreter tatsächlich diese Vorstellungen sind, wo du auch hin willst, desto klarer erreichst du das auch, oder? Desto leichter erreichst du das auch, weil du es dann runterbrechen kannst. Aber es geht ja heute auf jeden Fall nicht nur um Ziele und Ziele setzen, sondern auch darum, warum werden wir so verzagt, wenn es um Ziele geht, ne? Also was ist eigentlich so schwierig daran, große Ziele zu haben? Und da ist eine ganz, ganz tolle Literatur generell zum Thema Scham, gibt es zum Beispiel von Brené Brown. Das ist eine Wissenschaftlerin aus den USA, die sich sehr viel mit Verletzlichkeit und Scham grundsätzlich auseinandergesetzt hat. Und es gibt ja diese so zwei Formen von Scham. Also eine Scham, die halt nur von dir intrinsisch, also aus dir heraus entsteht, ne? Dass du in deinem Dialog sozusagen oder mit dir selber dich für Dinge schämst, die du vielleicht willst. Und dann gibt es natürlich auch dadurch, dass jemand von außen das spiegelt oder dir Feedback gibt auf diese Ziele oder Wünsche oder Sehnsüchte oder was das auch immer ist, sodass du dadurch Scham entwickelst. Und das ist ganz, ganz spannend, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was ist das eigentlich, warum ist das da und was löst das auch aus? Ne? Also inwiefern hält dich diese Scham klein? Inwiefern limitiert sie sich in wirklich im Prinzip allen Lebensbereichen? Und wo kommt sie her? Ne? Kommt sie aus dir heraus, auch durch Glaubenssätze zum Beispiel oder durch bestimmte Prägungen, die du erlebt hast? Oder ist es auch, dass dein Umfeld ganz, ganz direkt darauf reagiert und stark darauf reagiert und du halt permanent Feedback bekommst und das dich im Prinzip klein hält oder auch Gefühle von Scham tatsächlich auslöst? Und was ich halt erlebt habe, und das kenne ich tatsächlich auch von mir, aber halt auch von Kunden, dass im Prinzip dieses Gefühl, bestimmte Ziele zu haben, sagen wir jetzt einfach mal, nur um ein Beispiel zu haben, ne, eine Million als Vermögen zu haben, also dass du Netto-Millionär werden möchtest, ne, dass du halt einfach finanziell frei sein möchtest. Ich gehe mal davon aus, dass du momentan weniger Ausgaben als eine Million hast. Also eine finanzielle Freiheit bedeutet ja, dass du mehr einnimmst oder mehr
Besitz hast, als du an Verbindlichkeiten hast. Und wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, wäre halt die Frage, findest du das okay, dir das zu wünschen? Ne? Weil das ist dieser Punkt, an dem ich immer wieder gekommen bin, auch bei meinen Kunden, zu sagen, okay, darf ich mir das eigentlich wünschen? Darf ich das eigentlich wollen? Warum sollte ich diejenige oder warum solltest du derjenige oder diejenige sein, der dieses Ziel erreicht oder die dieses Ziel erreicht? Warum solltest du das bekommen, was sich vielleicht so viele Menschen wünschen, aber was viele nicht erreichen, weil sie sich nicht wirklich auf den Weg machen? Warum solltest du es wert sein, das zu verdienen? Ne? Warum solltest du es wert sein, das zu bekommen, was du willst? Warum solltest du die Ausnahme sein von der Regel? Das sind dann ganz oft Gedanken, die halt durch die Gehirne meiner Kunden oder auch durch mein Gehirn ganz oft geflattert sind oder auch immer wieder kommen, weil ich mich auch pushe aktiv, also ich mir auch Coaches suche, die eine riesige Vision haben und mich auch antreiben, eine große Vision zu haben, weil ich möchte viel erreichen in diesem Leben, weil mich das einfach glücklich macht. Und wenn ich das jetzt nur auf dieses Laufziel zum Beispiel runterbreche, ja, wo ich letztes Jahr gesagt habe, okay, ich möchte mir das beweisen, ich möchte eine halbe Stunde am Stück laufen können. Da bin ich noch über eine halbe Stunde auch gelaufen, die 5 Kilometer. Ich wollte das einfach machen. Das hat so einen starken Effekt auf mein Mindset gehabt. Also dieses ganze Lauftraining war für mich tatsächlich ein Mindset-Experiment und ich hätte das niemals erreicht, wenn ich nicht dieses Ziel gehabt hätte. Für mich war das damals ein großes Ziel, 5 Kilometer zu laufen. Dann habe ich es verdoppelt und habe gesagt, okay, ich möchte 10 Kilometer laufen. Da habe ich mit einer Freundin, haben wir uns für einen Lauf angemeldet und haben gemeinsam daraufhin trainiert. Und jetzt bin ich am Wochenende gerade 16 Kilometer gelaufen und trainiere gerade auf einen Halbmarathon, den ich nächstes Jahr laufen werde. Und das erzähle ich jetzt nicht, um zu zeigen, wie toll ich bin oder wie sportlich ich bin oder was ich alles kann, sondern um dir zu zeigen, dass es total wichtig ist, ein Ziel zu haben, was für dich im Prinzip unmöglich erscheint. Weil wenn du mich im letzten Dezember gefragt hättest, ob ich mal freiwillig einen Halbmarathon laufen würde, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Niemals. Ne? Und da jetzt zu sehen, dass du wenn du die Scham ablegen kannst oder diesen Antrieb zulassen kannst, diese fixe Idee zulassen kannst, dass es doch vielleicht, auch wenn es dir unmöglich erscheint, eine total geniale Idee wäre, Netto-Millionär zu sein oder mal einen Halbmarathon zu laufen, das einfach erstmal so stehen zu lassen und zu schauen, was dann in dir entsteht an Gefühlen. Ne? Ob da Verletzlichkeit entsteht, ob da vielleicht auch eine gewisse Peinlichkeit entsteht, ob da Scham entsteht, was dann einfach hochkommt, vielleicht auch wirklich dieser Unglaube oder auch eine Angst. Also ganz oft entstehen ja auch Ängste, es dann nicht zu erreichen. So, was passiert dann, wenn du darüber geredet hast, wenn du es mit Freunden geteilt hast, wenn du es mit deinem Coach geteilt hast, wenn du es vielleicht über Facebook hinaus posaunt hast? So, okay, und dann machst du es nicht oder du erreichst es nicht. Das ist ja auch etwas, was Scham auslöst, ne? Wo du dann denkst, so Mist, jetzt bin ich diese Person, die sich ganz viel vornimmt, aber die es irgendwie nicht durchzieht und ich habe dann versagt oder ne, was da dann wieder für negative Gedanken kommen. Und all das füttert sich ja gegenseitig. Also dann hast du wieder limitierende Gedanken, die dazu führen, dass du dich schlecht fühlst, was dazu führt, dass du dann nicht so handelst, wie du eigentlich handeln wolltest. Ne? Und das umzudrehen und zu sagen, okay, ich erlaube mir mehr Gedanken, die es möglich machen oder die einfach nicht eine Aussage treffen, sondern eine Frage entstehen lassen, nämlich, was wäre denn, wenn ich es erreichen würde? Ne? Was wäre dann möglich? Was könnte ich damit erreichen? Was würde das mit mir machen? Wie würde das mein Leben verändern? Ne? Wie würde das dein Leben verändern, wenn du Netto-Millionär wärst? Schreib doch mal ein paar Punkte in die Kommentare, wenn du 1 Million an Vermögen hättest, also sagen wir mal an Assets, ne, irgendwie Aktien, Immobilien vielleicht, aber auch Bargeld,
Welche Vermögenswerte, also wenn du das hättest, was würde das in deinem Leben verändern? Was würde das in deinen Gedanken verändern? Was würde das in deiner Gefühlswelt verändern? Schreib das mal bitte in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und da jetzt mal nur als Beispiel, ne? Also es kann auch was anderes sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht dir ein Baby wünschst und das bekommst, oder es kann sein, dass du vielleicht auch ein sportliches Ziel erreichen möchtest oder einen halben Liter mehr Wasser am Tag trinken willst. Was auch immer, aber wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel, um reinzugehen in dieses Gefühl, was sich verändern könnte. Super, genau. Schreib doch mal, was würde sich für dich verändern, wenn du Netto-Millionär wärst? Wie würdest du dann vielleicht sein? Wie würdest du dich fühlen? Was wäre anders? Was wäre möglich? Da bin ich jetzt mal ganz neugierig, was da in die Kommentare kommt. Christine sagt, ein Halbmarathon kann ich mir deutlich eher als Ziel vorstellen, als Millionär zu sein. Das klingt einfach so unmöglich, wenn man nicht in einem Beruf arbeitet, der frei wählbares Gehalt bereithält. Aber da, Christine, gibt es ganz viele Studien dazu, dass gerade die Menschen, die ein regelmäßiges Gehalt haben und auch ein geringes Gehalt haben, dass es viele gibt, das sind so diese Millionaires Next Door, ne, wo du das nicht siehst, dass es Netto-Millionäre sind, aber die sich halt über viele Jahre das erarbeitet haben. Also das ist auf jeden Fall möglich, aber ich kann das total verstehen, was du sagst. Stefanie sagt, sie würde ein Heim für ausgesetzte Tiere eröffnen. Oh, wie schön. Für Fanny würde das Freiheit bedeuten und ernst genommen werden. Ah, das ist auch spannend, ne? Wenn das der finanzielle Erfolg da ist, dann wirst du ernst genommen. Das ist, da habe ich auch lange mit rumgedoktert, mit so einem, also auch mir selbst gegenüber, ne? Dass ich mich selbst ganz anders ernst nehmen kann, wenn der finanzielle Fluss da ist. Ja, spannend. Lisa sagt, ich würde anders, offener, freier denken. Ja, und das, Lisa, ne? Also das ist natürlich bei allen so. Also es ist ja wirklich nicht abhängig vom Geld. Ne? Wir können uns jetzt schon entscheiden, das zu machen. Bis vielleicht das Tierheim für ausgesetzte Tiere, ne? Da brauchst du auf jeden Fall Kapital. Aber auch da könnte man vielleicht Wege finden, das Geld über Crowdfunding oder Stiftungen oder wie auch immer zusammenzutragen. Stefanie fragt, was hat Geld mit ernst genommen werden zu tun? Wenn du Geld, also wenn du finanziellen Erfolg als Bedingung ansiehst, um respektiert zu werden oder dich selber vielleicht auch erst respektierst, wenn ein gewisser finanzieller Erfolg da ist. Das hat für mich was damit zu tun. Aber Fanny, vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen. Natürlich hat das nichts damit zu tun, ne? Also natürlich kannst du auch ohne Geld ernst genommen werden. Aber das sind halt die Geldblockaden oder die Gedanken, die uns dann auch abhalten, wirklich die finanziellen Ziele zu erreichen, die wir uns wünschen. Also bei mir war das ganz, ganz stark, dass ich hatte immer den Gedanken oder den Glaubenssatz, ich muss es schaffen, ne? Also ich muss es schaffen, in Anführungsstrichen. Was heißt das denn, ne? Also was heißt es denn, es geschafft zu haben? Und das sind dann, glaube ich, so gesellschaftliche Konventionen, die sich einfach so tiefer in uns verankert haben, dass wir erst glauben, ja, eine respektable Person zu sein, wenn wir bestimmte Ziele erreicht haben. Viele haben das ja mit, keine Ahnung, mit heiraten oder Kinder in die Welt setzen, ne, dass sie eine gewisse Rolle erfüllen wollen. Aber für andere ist es tatsächlich dann auch beruflich und finanziell. So, Ina sagt hier, ich würde mich leicht fühlen, sorgenfrei und sicher. Ja, und das, liebe Ina, ne, das kannst du auch jetzt schon ohne das Geld. Das ist die Mindset-Arbeit, das können wir erreichen. Elisabeth sagt, die Leichtigkeit im Leben, sich keine Gedanken um Geld mehr machen zu können oder zu müssen, ne, zu sollen. Genau, weil es halt einfach da ist. Und diese Fülle-Gedanken, das ist was wir halt auch ohne die Finanzen im Rücken schon etablieren können. Und je mehr wir in dieses Gefühl kommen, auch ohne das Geld zu haben, desto mehr ziehen wir das Geld zu uns an. Das ist halt die Money-Mindset-Arbeit. Das ist halt super spannend. Fanny sagt, frei zu sein, um die Dinge zu lernen, die man möchte und Mehrwert schaffen. Genau. Absolut, ne? Das ist auch, also das liebe ich auch, das schreibe ich immer in meine Affirmationen rein, in meine Ziele, dass ich von den Besten der Welt lernen möchte. Und das ist auch so geil in unseren Zeiten, dass wir halt einfach die Möglichkeit haben, ne? Dass wir auf Leute zugreifen können übers Internet, die halt früher unerreichbar gewesen wären oder wo wir Tausende von Dollar oder Euro bezahlen müssen, um auf Seminare zu gehen oder so.
Jeanette sagt, gelassener zu sein, nicht mehr etwas zu müssen. Ja, super schön. Und auch das ist Mindset, ne? Also da können wir schon rangehen. Sabine sagt, ich würde leichter mehrfach im Jahr 2 bis 3 Monate an meinem Wunschort sein, noch mehr Geld investieren in Lernen, Startups unterstützen. Ja, super spannend, ja. Christina sagt, ein Haus für Menschen, wo sie sich entwickeln können, wo der Respekt da ist, mein Lebenstraum. Oh, das ist aber auch schön. Da haben wir schon die Tiere untergebracht und tolle neue Orte auch für Menschen geschaffen. Anja sagt, mehr Leichtigkeit in allen Lebenslagen, ich kann unbegrenzt in mich investieren. Ja, super schön. Fanny sagt, meine Ziele werden eher verspottet. Ich ändere zwar stark mein Umfeld, aber einfach zu zeigen, was man wirklich für Mehrwert bietet und damit Geld verdienen kann, das zu tun, was man liebt. Genau. Und das kenne ich auch, Fanny, ne? Also ich habe dann irgendwann wirklich beschlossen, mit bestimmten Menschen nicht mehr über mein Business oder nicht mehr über meine Ziele zu sprechen. Ich glaube, auch viele meinen das gar nicht böse, sondern es sind wirklich ihre eigenen Limitierungen. Ne? Also es ist halt die eigene Angst vor so großen Zielen. Es ist das eigene limitierende Mindset, das nicht für möglich halten. Und das ist halt tatsächlich so spannend, auch über diesen Punkt für dich hinwegzukommen, ne? Und zu sagen, klar, ich ändere mein Umfeld, aber auch in dem Umfeld, wo ich bin, darf ich diese Ziele haben, auch wenn du sie dann vielleicht nicht äußerst. Also da würde ich auch sagen, auf jeden Fall, ne, gibt es einen Safe Space oder die Netzwerke, Communities, wo du ja auch Teil bist, ne, wo du darüber auf jeden Fall reden kannst und wo auch diese Äußerung der Ziele auf einen fruchtbaren Boden fällt, weil sonst entsteht ja weiterhin diese Scham. Ne, das ist halt dann auch was das im Prinzip nährt, was die eigenen limitierenden Gedanken dann nährt, wenn das Umfeld negativ oder suffisant auf die eigenen Ziele reagiert. Stefanie sagt, sei wie du bist. Das reicht meistens schon, dass die Falschen gehen und die Richtigen kommen. Lass dich nicht unterkriegen. Ja, genau, also ja, also wenn es Familie ist oder so, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist definitiv wichtig und richtig, den eigenen Weg zu gehen, authentisch zu bleiben und auch für dich einfach eine Haltung und ein Mindset zu gewinnen zu deinen Zielen, sodass du dich mit dir selber halt nicht in Konflikt kommst und nicht schämst, ne? Sondern dass du sagst, nein, es ist okay, dass ich das will, was ich will. Und du darfst alles wollen, was du willst. Weil das ist halt so dieser Ursprung für die Scham ist, ja, dass du das Gefühl hast oder dir auch gespiegelt wird vom Außen, dass du nicht das wollen darfst, was du willst. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, nee, ich will das aber. Ich will so und so viel Geld haben. Ich will einen Riesenort für ausgesetzte Tiere schaffen. Ich möchte ein Haus für Menschen schaffen oder eine Einrichtung, eine Stiftung schaffen, die halt einfach Dimensionen sprengt, die es noch nicht gab. Oder ich möchte mir beweisen, dass ich auf eine ganz andere Art Mehrwert bieten kann. Ne? Also auch da, schau einfach, was deine Sehnsüchte sind, weil diese Sehnsüchte wären nicht da, wenn du sie nicht erreichen könntest. Ne? Also da nochmal die Einzigartigkeit. Wir sind, die Zahlen, die ich kenne, ist halt 1 zu 4 Trillionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich in dieser Zeit an diesem Ort gibt. Das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine 1 mit 18 Nullen. Das ist eine verdammt, verdammt geringe Wahrscheinlichkeit. Und diese Einzigartigkeit, die sich da ja auch widerspiegelt, ne, in deiner Art, in der Art, wie du bist, in der Art, was du für Werte hast, in deiner Art, wie du, welche Talente und welche Stärken du mitbringst, aber auch welche Wünsche und welche Ziele du mitbringst. Ne, dafür bist du hier, um diesen Teil dann auch in die Gesellschaft einzubringen und auch, wenn dein großes Ziel vielleicht so wirkt, als sei es gesamtgesellschaftlich nicht akzeptabel, du darfst es wollen. Du musst dich dafür nicht erklären, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Und das ist was ganz oft passiert, wenn du dich für deine Ziele schämst, dann ist es genau das, was passiert, dass du dich für deine Ziele rechtfertigst, dass du deine Ziele entschuldigst, dass du sie vielleicht kleiner redest, dass du sie erklärst. Und du musst niemandem erklären, was du willst. Die Menschen, die deine Ziele nachvollziehen können, die strahlen dich an und die nicken nur verständnisvoll, wenn du ihnen deine großen Ziele erzählst, weil sie es nachvollziehen können. Ne? Und diese Menschen darfst du um dich herum scharren. Oder auch Menschen, die sagen, ich kann mir für dich noch viel mehr vorstellen.
Und das ist wirklich, wirklich großartig. Und trau dir zu, all die Talente mitzubringen, all die Entschlossenheit mitzubringen, dir diese Ziele dann auch wirklich ins Leben zu holen und es zu erreichen. Und selbst wenn du es nicht erreichst, der Weg dahin ist ja die Belohnung. Ne? Das ist dann ja doch das Verrückteste. Je mehr wir uns auf den Weg konzentrieren und je mehr wir den Weg genießen mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen positiven Aspekten, das ist im Prinzip die Bezahlung für unsere großen Ziele. Das ist die Belohnung für unsere großen Ziele. Und ob wir dann letztlich ans Ziel kommen oder nicht, ist gar nicht so relevant. Und das begreifst du aber erst, wenn du bestimmte große Ziele auch schon erreicht hast und merkst, dass sich durch das Ziel alleine gar nicht so viel verändert, sondern dadurch, dass du den Weg beschritten hast dahin. Ina sagt, oh, ich werde immer nach Nähkursen gefragt und ich möchte das gar nicht. Hier werde ich oft angefeindet. Ich möchte viel lieber einen Online-Shop und ich erkläre mich da ständig. Genau, und das brauchst du gar nicht. Ich wurde auch so dermaßen ausgelacht, als ich noch als Freelancer gearbeitet habe und gesagt habe, ich baue mir ein Online-Business auf, weil niemand das sehen konnte. Sie konnten halt nur sehen, dass ich als VA gearbeitet habe und dass ich hier und da mal ein Online-Coaching gegeben habe. Aber ne, da war noch ein Umfeld um mich herum oder ich hatte mit Menschen zu tun, die halt diese Vision überhaupt nicht nachvollziehen können. Und was habe ich jetzt? Ein Online-Business. Ne? Also diese Vision habe ich umgesetzt. Wenn ich mich orientiert hätte an den Menschen, die und ihre Vision für mich umgesetzt hätte, wäre ich nicht da, wo ich sein würde, wäre definitiv nicht so zufrieden und auch nicht so erfolgreich. So, ihr Lieben, ich will jetzt wissen, was ist ein großes Ziel, was du dir vornimmst, entweder noch für dieses Jahr oder auch für nächstes Jahr? Ich möchte jetzt ein großes Ziel von dir hören. Das kann im Bereich Gesundheit sein, das kann im Bereich Beziehungen sein, das kann ein finanzielles Ziel sein, das kann ein berufliches Ziel sein, das kann ein spirituelles Ziel sein. Was haben wir noch? Gesundheitlich, sportlich, habe ich alles gesagt? Irgendwas habe ich vergessen. Ina, für dich kann es sein, einen Online-Shop aufzubauen. Wann soll der fertig sein? Was willst du darüber verkaufen? Ne? Wie sieht es bei den anderen aus? Was ist ein großes Ziel, für das du vielleicht auch dich in anderen Kontexten noch nicht getraut hast zu sagen, dass du das eigentlich willst und dich dafür geschämt hast oder vielleicht auch negatives Feedback aus deinem Umfeld bekommen hast, was ist ein Ziel, was du erreichen möchtest? Ich habe am Samstag einen ganz tollen Community Day bei Shepreneur mit Tanja Lenke und ganz vielen tollen anderen Unternehmerinnen. Und da hat mich auch eine ehemalige Kundin von mir gefragt, was denn mein Ziel ist. Und eins meiner Riesenziele, was ich in den nächsten 20 Jahren, also jetzt sind es glaube ich nur noch 19 Jahren erreichen möchte, ist 20 Netto-Millionäre zu kreieren. Also ich selber möchte natürlich gerne Netto-Millionärin werden, aber ich möchte auch 20 meiner Kunden mitnehmen innerhalb der nächsten 20 Jahre, dass sie Netto-Millionäre werden. Und wenn du eine davon sein möchtest, dann lass mich nicht aus den Augen. So, und jetzt möchte ich eure Ziele hören. Was ist ein großes Ziel? Und es muss nicht weltbewegend sein. Es kann auch was sein, wirklich wie diese 5 Kilometer, die ich hatte letztes Jahr. Oder vielleicht möchtest du mal deinen Kleiderschrank wirklich mal so von Grund auf entrümpeln, wie du es dir schon ewig vorgenommen hast. Es kann auch etwas sein, was du schon ewig vor dir her schiebst, was aber für dich was ist, was wirklich was verändert. Ne? Also da schreib das mal. Ach, hier kommt was. Stefanie sagt, ich möchte Ballast abwerfen. Ach so, da sind wir beim Thema entrümpeln. Ich möchte Ballast abwerfen, alles, was ich nicht mehr brauche, zu verkaufen und zu verschenken. Und ich möchte mein Business wiederbeleben, wieder produzieren und verkaufen. Super, Stefanie. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch in der Money-Mindset-Arbeit, ist dieses Entrümpeln, ne? Weil das auch so schön metaphorisch ist ja für das, was darf im Leben sein, womit umgibst du dich, ne? Mit welchen Menschen, aber auch mit welchen Dingen. Sind die Dinge kaputt oder müssen sie repariert werden? Sind sie alt oder neu? Machen sie dir Spaß oder nicht? Ne? Also ganz, ganz wichtig. Super, super toll. Also ich mache das ständig. Ich habe auch gerade wieder so eine große Entrümpelungsaktion. Ich mache das so einmal im Jahr nach Marie Kondo. Diese unterschiedlichen Aspekte und Räume oder ne, Sachen halt einfach durchzugehen. Und das ist so befreiend. Also ich finde das ganz, ganz toll. Für mich steht das digital nochmal an. Fanny, mich endlich als Gastro-Expertin sichtbar machen. Ja, bitte, Fanny. Wir warten schon da drauf. Mach mal. So, Anke möchte gerne Netto-Millionärin werden. Super. Christine sagt, 20 Kilo abschütteln und 10.000 Euro in den nächsten 12 Monaten verdienen. Ja, okay, ja, das ist doch wohl möglich, oder? Großartig, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gina möchte die Anzahl der Leser auf ihrem
Blog verdoppeln. Super. Christina möchte ihr Buch über Wandern schreiben und ein neues Buch in Form bringen. Sehr, sehr schön. Anja sagt, spätestens Samstag in einer Woche OP Nummer 1 von 3 hinter mich bringen und in 6 Monaten schmerzfrei sein. Yes, super gut. Andreas sagt, mein persönliches Projekt der positiven Vision weiterzutreiben und auf Kurs bleiben. Super gut. So, jetzt haben wir hier noch welche. Einen Hof kaufen, sagt Rebecca. Warte mal, da sind wir. Auf dem ich viele meiner Ideen verwirklichen kann. Oh, da entstehen so schöne Orte mit euch. Das ist ja toll. Und Ina sagt, mich selbst weiter mehr wertschätzen, für mich sorgen und das Haus endlich ausmisten, bis zum 1.12. meinen Shop eröffnen mit ganz vielen tollen Stoffen. Super, da haben wir eine Deadline, das ist ja schon bald. Elisabeth sagt, mein Riesenziel ist, eine aktive Lebensweise zu haben, das Mindset zu haben, aktiv zu sein, sei es körperlich aktiv, aber auch metaphorisch im Kopf aktiv zu bleiben und mich weiterentwickeln zu können. Unbedingt, Elisabeth, das tut so gut. Also mich macht das wahnsinnig zufrieden und ich habe auch gemerkt, ich brauche viel mehr Aktivität in meinem Leben, als ich dachte. Also ich dachte schon immer, dass ich ein sehr aktives Leben führe, sowohl körperlich als auch sonst wie, und es durfte noch viel mehr sein. Und ich merke das erst jetzt, wo ich es lebe, wie sehr ich das gebraucht habe. Super. Ganz, ganz tolle Ziele. Mega gut. So, was haben wir hier? Lisa sagt, ich möchte einen Gruppen-Online-Coach, Online-Kurs launchen. Super, das ist toll. Mach das. Das macht Riesenspaß. Merkst du ja gerade im Gruppencoaching. Und Anke sagt, 2020 250.000 mit meiner LovePin-App verdienen. Sehr, sehr gut. Umsatz. 250.000 Umsatz. Das ist doch ein Riesenziel. Super gut, Anke. Finde ich klasse. Also ihr Lieben, dann schämt euch bitte nicht für eure großen Ziele. Ihr habt es verdient, euch das zu wünschen, was ihr wollt, das zu wollen, was ihr wollt. Und ihr habt alles, was ihr braucht, um das zu erreichen. Also arbeitet an eurem Mindset. Schenkt mir ein Herzchen oder ein Gefällt mir, wenn euch dieser Impuls gefallen hat. Und habt eine wunderschöne Woche. Es kommt hier noch was rein. Ein neues Ziel ist es, beweglich zu bleiben, damit ich weiterhin gesund bleibe. Ja, und ich finde auch, ne, eine mentale und eine körperliche Flexibilität, die gibt halt auch eine Flexibilität generell im Leben. Also gönnt euch das. Ganz, ganz toll. Also schickt mir ein Herzchen, gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Taggt jemanden, der das Video unbedingt sehen muss. Teilt das Video, kommentiert, stellt eure Fragen. Ich komme auf jeden Fall später nochmal dazu. Und habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.